Rot stabilisiertes, gestocktes Buchenholz ist ein ganz besonderer Hingucker. Die Firma Raffier färbt das Holz vor der Stabilisierung komplett durch und egal ob am Messergriff oder als Einlegearbeit, rotes Buchenholz sieht einfach besonders toll aus. Es wurde von der Firma Raffier in Dänemark stabilisiert, die in Europa Marktführer auf diesem Gebiet sind. Dabei wurde die Luft aus dem Holz gesaugt und fast komplett durch Plexiglas ersetzt. Das Verfahren ist aufwendig und teuer, macht das Holz aber sehr hart und resistent gegen Feuchtigkeit. Es quillt nicht auf, wächst und schrumpft fast nicht mehr. Wenn es nass wird oder trocknet, bilden sich keine Risse. Es muss nicht geölt und kaum gepflegt werden. Es sieht nach vielen Jahren noch fast aus wie neu. Es lässt sich ganz normal sägen, bohren und schleifen und ohne Öle oder Wachse auf Hochglanz polieren.